Rampe. Reicht. 20 Minuten Podcast über... Heute geht es um Krisenhaftigkeit und Freundschaften. Ich bin Simo Thier und zurzeit backe ich sehr viele leckere Sachen. Mhm. Und wie immer dabei ist mein Co-Host Schwarzrund, Autorin von dem afroqueeren Roman Biscaya, woraus sie uns heute zur Einführung des Themas eine Szene vorlesen wird. Genau, und zwar steigen wir ein bei einem Konzert. Die Protagonistin Hugh ist schwarze Deutsche. Und hat früher in einer WG gewohnt, zusammen mit Plens, einer weißen Transperson, und Mal, einer anderen queeren Person. Und Mal und Hugh haben sich lange um Plens gekümmert, bis Plens dann tatsächlich sich das Leben genommen hat. Und die beiden haben seitdem fast keinen Kontakt gehabt, also Hugh und Mal, und treffen sich jetzt das erste Mal auf dem Dach dieses Konzerthauses wieder, vor der Show von Hugh. Mit Musik auf den Ohren sangen sie sich warm, gingen die Setlist durch, mied jeden Blickkontakt. Den Soundcheck schwänzte sie, keiner zog sie zur Verantwortung. Als endlich die Getränke bereitgestellt wurden, griff sie sich eine der tiefgekühlten Wodkaflaschen. Bewaffnet mit Musik, Alkohol und Bettos Gras, das er sicherlich vermissen würde, machte sie sich auf zum Dach der Location. Als sie auf dem flachen Dach angekommen war, balancierte sie vorsichtig zur Kante, ließ die Beine baumeln, während der pure Wodka in ihrem Hals brannte. Es waren noch 2 Stunden, bis sie auf die Bühne musste. Sie fühlte sich leer, blickte, ohne an etwas zu denken, über die Altstadt, auf deren Straßen die Abendsonne brannte. Der Geruch vom weichen Asphalt mischte sich mit den Abendküchen, die für die Touris groß auftischten. Der Sommer bäumte sich ein letztes Mal auf, es war noch immer über 30 Grad. Leise sang sie Klassiker mit, knibbelte dabei an ihren Nägeln. Trotz allem, was in ihrer Band passierte, auf einem Dach zu sitzen, zu singen, zu wissen, was in den nächsten Stunden passieren würde. Vorgeschriebene Euphorie, dies war der Cocktail, den sie genoss. Sie konnte in diesen Momenten jede Traurigkeit zulassen, weil es keinen Grad an Depression gab, der nicht automatisch in 2 Stunden Show weggewischt werden würde. Laut rief sie der vibrierenden Altstadt unter sich zu. Inzwischen bin ich ziemlich müde und ich gewöhne mich daran, dass man, egal was man auch anstellt, diese Art von Spiel nur verlieren kann. Das ist aus dem Song von Herrenmagazin. Früher war ich meistens traurig. Sie schrak zusammen, als sich ein Arm um sie legte. Mal, ihr ehemaliger Mitbewohner, griff nach ihrer Wodkaflasche. Beide starrten wortlos in den Sonnenuntergang. In ihr war nur Stille. Es gab keine Energie, um nachzufragen. Nach einigen Minuten nahm Mal ihr die Kopfhörer raus. »Ich wusste, dass ich dich hier erwische. Hab mich selbst reingelassen mit einer Backstage-Karte«, sagte er. »Wirklich sehr guter Sicherheitscheck hier«, antwortete Theo trocken, fuhr dann aber weicher fort. »Wie geht es dir? Es tut mir leid, dass ich nicht für dich da sein konnte.« Doch Mal unterbrach sie. »Mach dir keine Gedanken. Die Hauptsache ist, du bist noch da. Du bist Plens nicht gefolgt.« Erst jetzt realisierte sie, wie lange sie den Namen nicht mehr gehört hatte, obwohl alles, was geschehen war, mit Plens Tod verbunden war. »Naja, Plens hätte das sicherlich gehasst, wenn ich's nachgemacht hätte«, Mal lachte. »Ja, gönn Plens ein paar Jahre ohne dich, wo auch immer der Ort nach dem Tod ist.« Sie nickte. »Wer wird sich jetzt nur mit Plens sinnlose Diskussionen liefern über das Regelwerk zur wahrlich guten, edlen Queerness?«, fragte sie nachdenklich. »Ah, da findet sich sicher wer. Sehr schnell, nehme ich an. Plens vereint doch alle stilistischen Klischees in sich zwecks schneller Erkennung.« Es tat gut, über Plens zu reden, zu lachen, ohne Dinge beschönigen zu müssen. Mit Mal hier oben hatte sie das erste Gespräch, welches Plens gerecht wurde, sich nicht wie eine Lüge anfühlte. Irgendwie war Plens bei ihnen, trank den Wodka zu schnell leer, nervte die beiden mit der altbekannten Engstirnigkeit, wenn es um Szenekurz ging, die weder Tue noch Mal erfüllen mochten. Sie zogen her über Plens Buttons und Aufnäher, die jede Tasche zur politischen Bedienungsanleitung gemacht hatten. Es war ein Abschied voneinander, so sehr sie auch die Gegenwart voneinander genossen. In den letzten Jahren, in denen sie sich um Plens gekümmert hatten, waren ihre alten Verbindungen erstarkt unter dem Druck, Plens am Leben zu halten. Sie waren wie Eltern gewesen, die einander nicht mehr liebten, zusammenblieben wegen des Kindes. Nun erinnerten ihre Gesichter einander nur noch an den Verlust, die Enttäuschung, versagt zu haben. Irgendwann klingelte Hughes Telefon. Sie musste runtergehen, um sich bereit zu machen. Mal wollte auf dem Dach bleiben. Hugh ließ ihm die Wodkaflasche, umarmte ihn zum Abschied, der anhalten würde. Dankeschön. Das ist der Ausschnitt. Schön, jetzt so zum Ende unserer ersten Staffel noch ein bisschen Prosa.
ein bisschen Geschichte zu hören. Genau. Wir haben ja ein bisschen überlegt, wie wir das Thema angehen und haben uns dann dazu entschieden, mit Fiktion zu starten, weil das Thema nicht ganz einfach ist. Das stimmt. Also ich merke auch, bei mir tickt es vieles an. Ja. Auch diese Szene im Buch, die mich auch beim Lesen sehr berührt hat. Weil, ja, ich denke, viele von uns kennen das, diese so eine Abschied, oder wo, wenn eine Freundinnenschaft zu Ende geht, obwohl Mensch sich noch sehr, sehr, sehr liebt. Ja. Es ist nicht ganz einfach und ich finde, wie du das in dieser Szene und überhaupt in dem Roman in Worte fassen konntest, ist sehr beeindruckend. Oh, danke schön. Ja, danke dir. Ja, ich habe mich dazu entschieden, diese Szene zu lesen, weil sie so ein bisschen den Abschluss darstellt von dieser ersten Handlung, die sich um Plenz dreht. Mhm. Und heute ist ja auch unsere letzte Folge von der ersten Staffel, das passt ganz gut zusammen. Plenz ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ja. Letztendlich kennen wir das ja alle, dass queere Leute, behinderte Leute, Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sind einfach krisenhaftiger. Wir haben mehr Krisen in unserem Leben und ja. Das belastet einfach. Also das ist, glaube ich, gar nicht jetzt abwertend gemeint, aber es ist einfach eine Belastung für Freundinnenschaften. Das stimmt. Wenn man sich dann auch noch anguckt, dass ja prozentuell queere und behinderte Leute auch eher mit queeren und behinderten Leuten befreundet sind, dann kommt es zusammen, dass krisenhaftige Menschen mit krisenhaftigen Menschen zusammenleben. Zusammen ihr Leben gestalten. Genau, sich ihr Leben teilen und zusammen arbeiten. Genau. Und da passiert es früher oder später, dass es auch sehr schnell schwierig werden kann. Genau, und es ist dann total schwierig zu sagen, wer muss das jetzt eigentlich leisten, dass das nicht die Freundschaft zerstört, weil zum Beispiel in dem Buch geht es ja auch darum, dass Plenz, das wird so am Rand nur erwähnt, aufgrund von Transfeindlichkeit gar keinen Zugang gehabt hätte zu Psychiatrie und Psychopharmaka und so weiter und so fort. Also halt total auf sich selbst gestellt war mit allem. Während Tew, die cis ist, ja zum Beispiel in der Psychiatrie landet. Ja. Und im Krankenhaus und so weiter. Und das ist so ein bisschen das Problem, wie mit dieser alten Doktrin, die wir haben, von jeder kann doch Hilfe kriegen. Über Rassismus, Transfeindlichkeit, Fettenfeindlichkeit. Und Gesundheitssystem nachdenken. Genau. Und über Status auch. Also für wen sind auch wegen Staatsbürgerlichkeit überhaupt medizinische Einrichtungen zugänglich? Ja. Vielleicht magst du erzählen, wie gehst du damit um? Also weil du hast hier zum Beispiel chronische Schmerzen und ein hohes Schmerzlevel ist ja sonst, ja, das ist ein Krisenfall, der selten vorkommt. Also es bricht sich mal jemand im Freundeskreis ein Bein oder so. Genau. Und das passiert alle 10 Jahre und dann kümmern sich alle ganz doll und dann ist das Bein wieder heile und dann ist auch wieder gut. So. Ja, das ist eine gute Frage, vor allem, weil heute auch wieder so ein Tag ist, wo es ziemlich schlimm ist. Also ich musste meine Podcast-Aufnehmestation ganz anders gestalten, damit ich auf dem Sofa sitzen oder liegen bleiben kann. Das ist so die Frage. Also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich versuche, so viel wie möglich Hilfe von außen zu bekommen. Also der Antrag läuft, um zum Beispiel Assistenz zu bekommen. Aber der Weg dahin ist sehr lang und ich habe halt das Privileg, dass es wahrscheinlich irgendwann auch klappt. Trotzdem sind Freundinnenschaften gefragt. Also vor allem du, weil du bist die Person, die ich dann anrufe und damit volle Heule erstmal. Sehr gut. Aber was dann auch so praktische Sachen angeht, also einkaufen oder essen. Ja, auch Entscheidungsfähigkeit. Also es ist halt, ich finde halt bei Schmerz ist es so krass, weil du eigentlich jemanden bräuchtest, der die ganze Zeit das Händchen hält. Selbst wenn du Sachen machen kannst, aber es ist einfach. Ja, was geht nicht. Und es ist wahrscheinlich dieses, was sehr, sehr, sehr schnell und sehr oft passiert bei so chronischen Krankheiten und Krisen, dass schnell Freundinnenschaften zu Assistenten, also Freundinnen werden zu Assistentinnen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und es ist ein Problem, aber es muss auch kein Problem sein, wenn das benannt wird. Und ich denke, das ist sowas, was wo Leute haben Berührungsängste, aber haben halt auch Ängste, das zu benennen. Weil ich glaube, es ist tatsächlich besser zu sagen, hey, Friends, ich brauche Hilfe mit ABC. Ja. Und
ich bekomme noch keine Hilfe von außen oder behördliche Hilfe oder so, es funktioniert noch nicht oder es ist noch nicht so weit. Das wäre jetzt so die Liste an Sachen, die ich brauchen würde. Wer könnte das in welcher Form übernehmen? Ja, das stimmt. Das fände ich eine sehr gute Lösung und ich würde auch darauf appellieren, irgendwie das eher direkt anzusprechen, weil es unglaublich viel Energie und Anstrengung benötigt von der, sage ich mal jetzt, betroffenen Person und aber auch von den FreundInnen, die helfen wollen, weil es manchmal wirklich schwer ist, erstens um Hilfe zu bitten und zweitens, wenn ein Mensch helfen möchte, zu fragen, was brauchst du eigentlich? Ja, ich glaube, dieses eigentlich ist eine ganz große Sache, weil ich glaube, wie wir meistens in Freundinnenschaften helfen, ist eher so eine Art von, ist jetzt nicht böse gemeint, ich mache das selber definitiv auch, sowas wie, fällt gerade kein Beispiel an, aber dass wir eher in der Form helfen, um das Leben der anderen Person auf das Niveau zu heben, was wir richtig fänden, aber nicht fragen, was die Person eigentlich, also was der Person, was ist die Idee vom Buen Vivir, also vom guten Leben so, für die Person? Ich habe ein gutes Beispiel, weil ich das auch mache. Und für mich ist, wenn alles zu viel ist, so sich hinlegen und ausruhen, immer so das Wichtigste. Und ich empfehle immer Leuten, geht euch ausruhen, obwohl zum Beispiel ich empfehle dir das ja auch. Und wenn du dann gerade so sehr im Arbeitsmodus bist, bist du so, warum soll ich mich jetzt ausruhen? Genau, wenn ich so Probleme habe wegen irgendwie, ich habe eine große To-Do-Liste, aber krieg mich nicht dazu, das zu starten, ist so, wenn ich mich jetzt ausruhe, geht es mir noch schlechter und ich kriege nichts wissen. So. Genau, und das wäre ja wirklich so der Punkt zu sagen, okay, ich höre, du bräuchtest gerade Unterstützung, wie kann ich dich jetzt unterstützen? Genau. Ich glaube, das ist halt ein krasser Schritt, sich zurückzunehmen, der definitiv eigentlich immer wichtig ist, aber besonders wichtig ist, wenn wir über so physische und psychische chronische Situationen reden einfach. Tatsächlich. Also ich glaube zum Beispiel, wir haben ja beide so andere Schwerpunkte, was für uns eine gute Wohnung ist quasi. Mhm. Also für mich ist ja, also nicht die perfekte Wohnung. Die perfekte Wohnung ist, glaube ich, gleich bei uns, weil die ist gesellschaftlich bestimmt, ne? Alles ist sauber. Punkt. Aber eine gute Wohnung, damit meine ich jetzt so, dass man sich damit okay fühlt. Und das ist ja für dich, die Küche ist sauber und der Rest ist okay. Aber die Küche ist picobello. Ja. Und bei mir ist es ja genau andersrum, weil ich zu Hause arbeite, dass es so ist, die Küche ist ein Werkraum, den es auch gibt. Und der Schreibtisch muss ganz frei sein von Sachen. Der Schreibtisch muss picobello sein. So. Und ich glaube, das ist halt total witzig, das da mitzukriegen, wie wir da beide auch mehr und mehr einen Weg finden, dass wenn du Hilfe brauchst, versuche ich jetzt mehr darauf zu achten, zu fragen, okay, wie sieht es in deiner Küche aus? Okay, was brauchst du an Essen? Also mehr zu verstehen, dass das bei dir einfach andere Themen sind. Während das bei mir eher ist sowas wie, okay, schaffst du es jetzt irgendwie 5 bis 10 Minuten dein Wohnzimmer aufzuräumen oder was wäre die erste Aufgabe, die du am Schreibtisch übernehmen könntest? Ja. Und ich glaub, das ist so mit so einer ständigen Krisenhaftigkeit einfach total wichtig zu lernen und auch proaktiv zu lernen außerhalb der Krise, weil sonst kommst du genau da rein, wo halt die Personen im Buch sind, dass du eigentlich die Freundschaftsdynamik verlierst. Weil du dich nur noch am, weißt du bist nur noch so am Reagieren, aber gar nicht mehr am Planen und... Ja, das stimmt, dass nicht vorher irgendwelche Rahmenbedingungen festgelegt sind und daher gibt es dann auch keine, hat Mensch eigentlich auch nie so eine freie Zeit, sondern dann geht es ja nur um das Reagieren und das Supporten. Genau, und das ist halt keine freundschaftliche Dynamik, das ist eine Notfallversorgungsdynamik. Genau. Ideal wäre natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, tatsächlich, dass Freundinnen nicht einschreiten müssen oder dass Leute nicht auf sich selber gestellt wären. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, so soll das sein, sondern so ein bisschen Vorschläge, wie Mensch das vielleicht einfacher für sich machen kann. Genau, ich fände auch, also ich glaube, wenn quasi der gleiche Fehler immer wieder auftaucht, so ein bisschen jetzt in Programmsprache geschrieben, aber wenn du immer wieder mit demselben Problem konfrontiert bist in einer Freundinnenschaft, dann stellt sich definitiv irgendwann die Frage, okay, welche Assistenz könnte das übernehmen? Ja. Oder wie kommen wir dahin, dass du das selber hinkriegst oder geht das einfach nicht und dann braucht es halt eine andere Lösung so? Und ich glaube, das ist definitiv das, woran man sich so aufbrauchen kann. Außer es ist halt was du gerne übernimmst und für dich auch einen Benefit bringt. Das typische Beispiel wäre bei alten Leuten mit dem Hund rausgehen. Mm. Ja. Also da kann es ja total sinnvoll sein, dass zum Beispiel
das Enkelkind, was eh eigentlich gern Hund hätte oder mit den Eltern auf den Keks geht, jeden Tag einmal mit dem Hund rausgeht, weil das ist zwar immer wiederkehrend, aber es bringt der Person ja was, weil Hunde sind einfach super. Also, ja. Ja, das stimmt. Genau, ich glaube, das ist so auf jeden Fall ein Punkt, der da drin steckt. So klar, es wäre gut, wenn das System alles übernimmt, aber das tut es ja nicht. Und ich glaube, es ist auch ein sehr westlicher Blickwinkel darauf, dass jegliche Versorgungsarbeit immer verstaatlicht sein muss. Ja. Und eigentlich delegitim ist in jeder Form von nicht ehelicher sozialer Verbindung. Ach, außerhalb von Familie, weil wir hier im westlichen Raum so detached teilweise sind von Familie. Aber halt jetzt, wenn ich auf uns persönlich gucke mit unserer Migrationsgeschichte, dass wir beide tatsächlich geografisch removed sind von Familie. Ja, also definitiv. Wir sind nicht da, wo... Also auch wenn unsere Familie vielleicht unterstützen wollen würde, sind sie halt... Genau, sind nicht greifbar. Genau, und daher ja, geht es zwangsläufig so, dass wir uns dann familiäre Strukturen aufbauen, die halt auf Freundschaften dann basieren. Ich struggle damit. Es gibt ja so beide Konzepte. Einerseits dieses Ding von zu sagen, das ist die Wahlfamilie. Ja. Und dann gibt es dieses Konzept von, das ist eine Freundschaft, die wie eine Familie ist. Und irgendwie ist das alles so, das ist so very German for me, so dieses Bekannter, ja. Freund, Wahlfamilie, Familie. Und das einzige Queere darin ist, jemanden Wahlfamilie zu nennen. Ja. Während es halt aus meinem kulturellen Kontext heraus ist, wenn du jemanden, also mein Papa hat gesagt, länger wie 5 Jahre. Also wenn du mit jemandem länger wie 5 Jahre befreundet bist, ist die Person Familie. Und eigentlich ist das eine ganz gute so Hausnummer. Weil das eigentlich sagt, zwischen dem 3. und 5. Jahr wird jemand in die Familie aufgenommen. Es gibt kein Wort dafür. Familisiert, so. Ja. Und das ist halt eher unabhängig. Also es gibt halt nicht diesen Moment von, du heiratest und dann bist du Familie, sondern wenn du 5 Jahre in dem Leben von jemandem bist, bist du dann Familie mit allen Pros und Cons, so. Mhm. Aber es ist egal, ob ihr nach dem 1. Jahr geheiratet habt, nach dem 7. oder nach dem, weißt du, das ist, macht keinen, hat keinen Einfluss darauf. Ja. Und ich glaube, dann hat man auch gar nicht so sehr diesen Struggle mit, oh Gott, das ist ja nur eine Freundschaft, wie kann ich da jetzt nach Hilfe fragen oder wer ist eigentlich Familie? Das stimmt. Ja. In the broader sense, so. Und nicht Wahlfamilie, weil ich wähle auch meine biologische Familie. Das ist auch so eine Verantwortungsabgabe, die mir daran nicht gefällt. Ich wähle mit wem ich von meiner Geburtsfamilie zu tun habe. Ja, also. Voll. Weil ja, in Krisen neigen wir eher dazu, die Menschen um uns rum, um Hilfe zu bitten. Wer ist die Person, wenn du in einer Krise bist? Wer ist die Person, die dir als erstes einfällt, mit der du dann redest? Ja. Das könnte auch ein Indiz sein für tatsächlich Familie und Verbundenheit. Und auch eine gute Handreichung, wenn du das bist für jeden Mensch anderen, also jeden Mensch dich zuerst anruft, wenn die Person krisenhaft ist, aber sich das für dich noch total weird anfühlt, dann solltet ihr auf jeden Fall über eure Dynamik sprechen. Und das ist sowas, was ich gerade lerne. Manche Menschen nehmen mich echt gerne als Krisenpfeiler, wo ich denke, hey, wir kennen uns doch erst seit 5 Minuten, warum? Ja, und dann auch dieses, wirst du dann nur angerufen, wenn es Krisen gibt? Oder gibt es auch andere Aspekte zu eurer Verbindung? Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Pfeiler. So, du bist keine gute Krisenhilfe aus freundschaftlicher Perspektive, wenn du nur da bist, wenn es kriselt. Ja. Weil dann bist du nur Assistenz und nicht mehr. Genau. Oder war es nie Freundschaft. Ja. Ja, das so als erste Blicke darauf. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ideen dazu, in der nächsten Staffel weiterzuarbeiten. Ja, das ist auch ein riesiges Thema. Also überhaupt jetzt anzuschneiden, ist nicht einfach, alles so kurz zu halten, aber wir versuchen es. Genau. Wir haben noch 2 Kaufempfehlungen neben Biscaya für euch. sag du mal deine zuerst. Empfehle ein Zine von mir, das ist das FreundInnen-Zine, das kennen vielleicht einige schon, wenn wir jetzt schon über FreundInnenschaften reden, vielleicht dann so ein bisschen sowas Aufheiterndes. Das ist sowas wie so ein Poesiebuch, wo ihr eure Freundinnen reinschreiben lassen könnt. Nicht so normativ, also eher so die queer-feministische Version von dem. Und das findet ihr in meinem FC-Shop, das wird hier verlinkt. Super.
Genau, das ist sehr, sehr bunt auf jeden Fall und auch sehr kindergeeignet. Stimmt. Ja, ich habe noch eine Empfehlung von einem Buch, was jetzt erscheinen wird. Das ist von Elia Lüthi herausgegeben mit enger Betreuung von Laia Okongo. Das wird bei der Edition Assemblage erscheinen und es heißt Behindert und verrückt, Worte gebärden, Bilder finden. Das sind Texte von, ich glaube, über 40 AutorInnen. Und ich bin da drin vertreten mit einem Text zu Neurodiversität und Freundinnenschaften, also passend zum Thema heute, und einem Fantext zu Nina Simone. Bin ich gespannt drauf. Genau, ansonsten ist das die letzte Folge der ersten Staffel. Wow, eine Das ganze war's. Staffel haben erreicht, gibt's schon. Das Krass. ist sehr, sehr cool und komplett in der Krise aufgenommen. Ich bin sehr stolz auf uns. Genau, ihr könnt uns unterstützen bei Patreon. Das hat verschiedene tolle Konsequenzen. Konsequenz eins ist, ich muss die Website-Kosten nicht mehr selber tragen. Das wäre wundervoll. Das wäre wirklich toll. Die viel größere Konsequenz wäre aber, dass wir uns Gäste einladen könnten für die nächste Staffel. Ja, weil wir planen schon fleißig die zweite Staffel, sind auch sehr motiviert. Unser großer Wunsch ist, dass wir Gäste einladen können, die halt ein Takeover machen von Yes. unserem Podcast, eigene Folgen produzieren zu Themen, wo wir halt vielleicht nicht so viel Wissen zu haben. Genau. Also, falls ihr Bock habt zu unterstützen, geht auf patreon.com oder unterstützt einmalig an rampereicht@gmail.com über PayPal. Und genau dahin könnt ihr auch eigene Themenwünsche schicken. Wir gucken dann, ob wir uns dafür kompetent genug fühlen, um das umzusetzen oder ob wir uns wen dafür holen. Oder falls ihr selber als behindert und oder chronisch erkrankt und oder psychisch erkrankt positioniert seid oder neurodivergent, neurodivers, dann könnt ihr gerne ein Takeover machen. Schreibt uns einfach. Wir versuchen, wie gesagt, Geld zu organisieren. Wir wollen niemanden unbezahlt arbeiten lassen. Und wir planen auf jeden Fall Staffel 2 zu Ja. produzieren. Wann die kommt, erfahrtet ihr. Wie gewohnt über YouTube oder über die sozialen Medien, wo ihr uns findet. Mich findet ihr zum Beispiel auf Twitter unter Trash-Spoonie oder auf Instagram als Simo-Tier-Unterstrich. Mich findet ihr als @schwarzrund überall, ganz einfach, überall das Gleiche. Das ist einfacher. Das ist wirklich einfacher. Und ihr findet uns jetzt auch bei Instagram. Wir haben uns doch für einen Social Media Account entschieden, als @rampereicht. Genau, spätestens da werdet ihr erfahren, wenn es weitergeht mit Staffel 2. Wir sind am Ende dieser Staffel. Und dieser Podcast? Ist es auch.